Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute schauen wir uns ein Dreier-Set Güterwagen der Firma AcuraScale an. Und zwar sind es diese Karussellwagen. Warum Karussellwagen? Das erfahren wir gleich jetzt hier im Video. Zuerst natürlich der Fahrplan. Gleich kommen erstmal ein paar Informationen zum großen Vorbild. Dann schauen wir uns das Modell in 1:76 genauer an. Es geht raus auf die Modellbahnanlage. Da schauen wir uns die Fahreigenschaften an. Und natürlich erkennt es zum Schluss, wie immer, was sollte da natürlich kommen? Das Schlusswort ganz genau. Ja, also der Fahrplan steht. Ich würde sagen, wir legen los. Beginnen wir unseren Fahrplan also und reisen zurück in die 60er Jahre. Großbritannien, denn wir haben hier englische Güterwagen. Zwischen 1954 und 1965 entstanden von diesen Güterwagen 12 Chargen und das Ganze schlug dann insgesamt mit einer Zahl von 5.263 Stück zu Buche. Also dieser Güterwagen war wirklich eine sehr große und sehr lange Produktion in Großbritannien. Er hat ein Fassungsvermögen von 24,5 Tonnen und wurde eingesetzt zum Transport von Kohle und Koks zwischen den Zechen hin und her. Und das Besondere bei diesen Wagen, sie waren die Vorläufer moderner Merry-Go-Round, kurz MGR-Wagen. Was heißt das? Zu Deutsch könnte man Karussellwagen sagen und das hat nichts anderes zu bedeuten als eine sehr einfache Be- und Entladung. Diese Trichterwagen, wie sie eigentlich heißen, nannte man Karussellwagen oder dann auch einen Karussellzug, wenn es ein kompletter Langzug oder Vollzug dann ist, deswegen, weil wir haben hier zur damaligen Zeit eine enorme Innovation der Be- und Entladung. Denn man muss sich das so vorstellen, in einem Kraftwerk haben wir einen Speicher, der über einem Gleis sich befindet und unten hat er eine Öffnung. Und dann sitzt einer auf einem Knopf und drückt auf und zu, unten öffnet sich eine Klappe, das Gut fällt raus und er macht wieder zu. Und logischerweise es hört auf rauszufallen. Und dann ist man hingegangen, hat dann den Zug vorne an der Lok gelassen. Die Lok ist langsam unter diesem Schacht sozusagen drunter hergefahren und man konnte dann Wagen für Wagen immer die Luke aufmachen, wieder zumachen und so konnte man relativ schnell den gesamten Zug beladen. Entladen ging genauso einfach. Da ist man hingegangen, unter den Wagen gab es eine Öffnung, genauso wie bei der Zeche, dass man hingeht, wenn der Wagen über dem Gleis fährt, langsam natürlich, hat man unten die Möglichkeit, an dem Wagen eine Luke aufzumachen und das gesamte Gut des Wagens fällt nach unten. Und unten war dann sozusagen eine Auffangwanne, die das Gut natürlich dann in das Kraftwerk hineinbefördert hat. Das war, wie gesagt, zur damaligen Zeit eine enorme Innovation in Großbritannien. Unsere Karussellwagen, die wir jetzt hier haben, oder auch Kohletrichterwagen, waren zur damaligen Zeit auch die Ablösung der älteren Transportwagen. Sie waren in offener Bauweise und es war wirklich sehr müßig, diese zu be- und entladen und auch witterungsmäßig war aufgrund der Tatsache, da alles offen war, es nicht so geschützt, das Gut wie hier. Und deswegen konnte man wirklich sagen, war es eine enorme Verbesserung des damaligen Transports. Die Wagen liefen, wie ja eben schon gesagt, 1954 bis 1987 tatsächlich und überlebten bis heute tatsächlich noch in einigen Museen, privaten Zechen und auch teilweise in privaten Kraftwerken. Unsere Karussellwagen hier oder auch, wie sie wirklich heißen, Kohletrichterwagen, haben zur damaligen Zeit auch die älteren Wagen, die davor natürlich im Einsatz waren, abgelöst. Sie waren in offener Bauform und waren sehr kompliziert zum Be- und Entladen. Es war sehr zeitintensiv und mit diesen Wagen hatte man dann wirklich eine Innovation beim E- und Entladen. Es ging wesentlich schneller und das hatte natürlich dann auch zur Folge, dass diese Wagen sehr lange im Einsatz waren. Denn von 1954 bis sage und schreibe 1987 waren diese Wagen offiziell in Großbritannien im Einsatz und darüber hinaus dann auch noch tatsächlich in einigen privaten Zechen und Kraftwerken. Dort haben sie dann weiterhin treu ihren Dienst getan. Ja, meine Freunde, und das war es auch schon kurz und knackig zum großen Vorbild. Es geht weiter im Fahrplan.
Machen wir weiter mit unserem Modell hier in 1:76. Denn Acura Scale ist eine britische Firma. Wir haben hier britische Güterwagen und deswegen haben wir hier den Größenmaßstab 1:76. Keine Sorge, die Wagen, wie ihr hier sehen könnt, fahren ohne Probleme auf unseren 1:87er H0 Gleisen. Der Maßstab ist minimal größer als unsere 1:87er, aber grundsätzlich muss man sagen, es funktioniert. Und wenn einem es nicht so sehr ins Gewicht fällt, dass die Wagen minimal größer sind, dann kann man diese Wagen natürlich auch mit anderen Güterwagen deutscher Produktion problemlos kuppeln. Wie kommen die Wagen zu uns? Wir haben hier eine sehr schöne Hartkunststoffverpackung der Firma Acura Scale. Innen drin haben wir ein Kunststoff-Inlay, wo auch nochmal ein Kunststoffdeckel auf die Wagen draufgedrückt wird. Das stellt sicher, dass die Wagen wirklich sich nicht bewegen und sicher zu uns nach Hause kommen. Das finde ich sehr schön. Ansonsten, was kann man von den Wagen sagen? Sie sehen wirklich sehr schön aus. Ich kann hier mal einen rausnehmen. Wir haben hier auf der einen Seite, beziehungsweise auf der einen wie auch auf der anderen Seite, Federpuffer. Das finde ich sehr schön. Wir haben englische Hakenkupplungen verbaut. Ich habe hier auf der Seite schon mal zu Fahrzwecken auf der Anlage eine normale deutsche Bügelkupplung draufgetan, denn wir haben hier NEM-Kupplungsaufnahme. Das heißt, ohne Probleme können wir die englische Hakenkupplung rausziehen und unsere deutschen Kupplungen dann ohne Probleme dann in den Kupplungsschacht reinstecken. NEM 362er Kupplung. Wir haben hier im Inneren, da kann man natürlich wunderbar Ladegut reinfüllen. Unten ist der Wagen geschlossen, das heißt, es fällt nichts raus. Unten drunter muss man aber sagen, finde ich, hat die Firma Acura Scale wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Wir haben hier 3-Loch-Speichenräder. Wir haben hier auch eine wunderschöne Darstellung des Bremsgestänges. Keine Sorge, es kommen nachher noch Detailaufnahmen von den Wagen. Und auch die farbliche Absetzung von den Griffen hier unten, finde ich, hat die Firma sehr schön umgesetzt. Auch der Radsatzlagerdeckel wurde farblich abgesetzt. Das finde ich auch sehr schön. Die Beschriftungen hier auch trennscharf und alle sehr gut zu lesen. Wir haben hier freie Felder. Das hat den Hintergrund, dass man auch Decals sich holen kann, beziehungsweise sie auch bei sind, und dann kann man die Wagen unterschiedlich sozusagen bekleben, so wie man das gerade haben möchte. Hier vorne der Umlauf ist auch sehr schön gemacht, also sprich angesetzte Kunststoffteile, das Bremsgestänge, man sieht hier sogar auch den Bremsklotz, der logischerweise abgelegt ist vom Rad, den hat man wirklich sehr schön umgesetzt mit dem ganzen Bremsgestänge hier, auch hier unten drunter die Klappe, wo ich ja eben gesagt habe, dann beim Vorbild dann das Ladegut entladen wird, hat man sehr schön detailliert umgesetzt und alles in allem finde ich es wirklich ein sehr schöner, klassischer, zweiachsiger Güterwagen. Kuppeln lassen sich die Wagen ohne Probleme, wie ihr ja gerade gesehen habt, und wie gesagt, auch jetzt hier mit den normalen Bügelkupplungen ist es kein Problem, die Wagen auf der Anlage fahren zu lassen. Kommen wir zu ein paar kurzen Stichpunkten. Wir haben hier ein Wagenset mit 3 Wagen mit individuellen Nummern und Dekorationen. Wir haben die Kupplungsaufnahme nach NEM 362, Maßstab ist 1:76, ist also somit Spur 00. Wir haben hier die Ära, sprich die Epoche 10-11. Englische Hakenkupplungen sind verbaut und Feinscale-Räder haben wir hier bei jedem Wagen mit dabei. Extra feine werkseitige montierte Detail-Kunststoffteile und gefederte Puffer, das habe ich ja auch gerade eben schon gesagt. Und der Untergrund des Wagens, da muss man wirklich sagen, das kann sich sehen lassen. Mit dabei ist außerdem noch ein sehr kleines übersichtliches Beutel mit Zurüstteilen. Das sind sozusagen Ansteckteile, die man auf die Wagen drauf anstecken kann, beziehungsweise festkleben kann. Und dann ist doch nochmal ein DIN A4 Blatt dabei, wo wir auf der einen Seite nochmal ein paar Informationen zum großen Vorbild haben und auch ein wirklich sehr schönes Bild vom Original. Ist natürlich jetzt hier etwas verwitterter als unsere Wagen, die wir jetzt hier haben. Und auf der Rückseite, natürlich verkehrt rum, einmal drehen, haben wir das Ersatzteilblatt, wo der Wagen auch nochmal komplett zerlegt ist und man ganz genau sieht, welches Teil welche Nummer hat. Also hier die Ersatzteilversorgung ist auch da kein Problem. Ja, Freunde, das war es zum Modell in 1:76. Wir machen weiter mit unserem Fahrplan. Thank you.
kommen wir am Ende unseres Videos natürlich noch zu dem wichtigsten, den Artikelnummern. Nummern deswegen, denn AccuraScale hat sich nicht lumpen lassen. Sie haben einen ganzen Zug auf die Schienen gestellt, einen ganzen Karussellzug, wenn man möchte, denn es gibt mit unserem Set, was wir hier sehen, 4 Sets A3 Wagen. Alle Sets sehen natürlich optisch genauso aus wie unsere hier, nur dann halt mit unterschiedlichen Betriebsnummern. Und so hat man dann die Möglichkeit, sich einen 12-teiligen Karussellzug auf die Anlage zu holen. Unser Set, was wir hier haben, hat die Artikelnummer ACC 1018HUO-T. Die anderen Sets haben die Artikelnummern ACC 1019HUO-U, ACC 1009HUO-R und zu guter Letzt ACC 1010HUO-S. Alle Sets sind natürlich bei uns im Onlineshop verfügbar. Einfach auf unsere Homepage gehen, www.modellbahnunion.com, oben in die Zeile die gewünschte Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. So einfach kann das gehen bei uns. Solltet ihr Fragen zu diesen oder anderen Produkten haben, auch kein Problem. Einfach uns entweder eine E-Mail schicken unter info@modellbahnunion.com oder hier unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen. Wir werden uns natürlich in beiden Fällen so schnell wie möglich dann bei euch melden. Ja, und das war es auch schon mit unserem Video für heute. Wir hoffen, es hat euch wieder mal gefallen. Ich hoffe, dass wir uns alsbald im nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht es gut und tschüss.